Die Grundeinstellung des Sprühkopfs zum Sprühen reguliert man vorne an dem Stellring. Diesen ungefähr in die Mitte zwischen der Raupen- und der Sprühposition einstellen. Mit Tendenz in Richtung Sprühen. So, dann probieren wir das jetzt hier einmal aus. Wenn auf vollem Luftdurchsatz gesprüht wird, dann habe ich zum einen einen zu geringen Auftrag und zum anderen einen erheblichen Sprühnebel.